Hi, ich bin Dirk und in meinem letzten Video habe ich die Bengel JS2 vorgestellt. Das ist eine Open Source Smartwatch mit eingebautem JavaScript-Interpreter. Schaut euch gerne das Video dazu an. Eine Funktion dieser Uhr ist der eingebaute GPS-Empfänger. Damit kann man nur mit der Uhr alleine GPS-Tracks aufzeichnen. Ob ich damit schon Erfahrungen gemacht hätte, war eine Frage. Habe ich bislang noch nicht, aber ich kann es mir ja anschauen und gleich ein Video darüber drehen. Also los! Zum Aufzeichnen von GPS-Tracks mit der Bengel JS2 müssen drei Uploads mit dem Bengel Applauder gemacht werden. Das erste sind aktuelle AGPS-Daten, damit der Empfänger in der Uhr sich beim Start der Aufzeichnung schnell auf die Satelliten synchronisieren kann. Diese Daten sind immer nur für einen kurzen Zeitraum gültig, deshalb solltet ihr sie an jedem Tag neu hochladen, an dem ihr die Uhr fürs GPS-Tracking nutzen wollt. Dann braucht ihr natürlich noch eine Aufzeichnungs-App für die GPS-Daten. Ich nehme hier den GPS-Recorder. Und schließlich gibt es noch eine OpenStreetMap-Anbindung. Die ist aber speziell, da die Möglichkeiten der Uhr dann doch sehr begrenzt sind. Ihr wählt zunächst einen Kartenausschnitt und eine Vergrößerung, aus denen der Applauder dann eine kompakte Kartenversion generiert und zusammen mit dem Darstellungsprogramm in die Uhr hochlädt. Auf der Bengel JS2 könnt ihr dann zwar durch diesen Ausschnitt scrollen, darüber hinaus ist die Welt aber leer. So, jetzt sind alle Apps auf der Uhr und es kann losgehen. Zeit für eine kleine Fahrradtour. So, ich habe mir jetzt mein Fahrrad geschnappt und bin einfach mal rausgefahren, um das mal auszuprobieren. Ich habe jetzt also hier die Uhr und muss hier jetzt eigentlich nur in den GPS-Recorder reingehen. Da haben wir ihn. Und da muss ich einfach nur das Recording einschalten. So, dann gehen wir zurück. Und jetzt sehen wir oben links schon das Satellitensymbol. Das heißt, das GPS-System ist aktiviert. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, ich bin am Ende meiner Testfahrt angekommen und jetzt wollen wir mal gucken, was das Gerät aufgezeichnet hat. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber neben dem GPS-Symbol ist jetzt auch zwei grüne Striche. Das heißt wohl, dass er tatsächlich Daten gefunden hat. Und dann wollen wir mal gucken. Dann gehe ich da mal wieder in den GPS-Recorder rein. Da ist er. Und dann schalte ich das mal aus. Damit ist das weg und jetzt gucken wir mal, ob sich hier schon etwas angucken lässt. Da ist der Track und der wird mir jetzt hier tatsächlich angezeigt. 46 Minuten war ich unterwegs. So, jetzt haben wir uns einen groben Überblick verschafft. Das Wetter wird irgendwie immer schlechter, es fängt an zu regnen, mir ist auch ziemlich kalt. Es ist halt Mitte Januar. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren und dann gucken wir uns das nochmal genauer an, was da jetzt auf der Uhr drauf ist. Bevor wir uns jetzt den Track nochmal genauer anschauen, noch ein Wort zum Batterieverbrauch. Ihr habt das ja vielleicht gesehen, ich war so etwa 50 Minuten unterwegs und dabei ist der Batterieladestand um etwa 25% gesunken. Ganz voll war die Batterie aber schon am Anfang nicht. Umgerechnet würde ich vermuten, dass man so etwa 3,5 bis 4 Stunden GPS-Tracks aufzeichnen kann, bevor die Batterie von der Bengel JS2 leer ist. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Track. Die einfachste Methode dafür ist, die Uhr selbst zu benutzen. Im GPS-Recorder kann man die aufgezeichneten Tracks auflisten und einen auswählen. Für den sieht man sofort Basisdaten wie Aufnahmezeitpunkt und Länge und es gibt insgesamt 4 Auswertungen direkt in der App. Die erste ist eine einfache Skizze der gesamten aufgezeichneten Strecke, allerdings ohne jeden Bezugspunkt. Diese gibt es in der zweiten Darstellung, die den Track mit der OpenStreetMap-Karte unterlegt. Allerdings ist momentan weder ein Verschieben noch ein Vergrößern der Karte möglich, das ist sicher ein Programmfehler. Als nächstes kann man das Steigungsprofil des Tracks anzeigen, aber das nutzt wohl die Barometerdaten und die sind leider notorisch unzuverlässig. Nördlich von Hannover ist die Landschaft topfeben und ganz sicher gibt es hier keine 70 Meter hohen Steilklippen. Das ist so momentan leider wenig hilfreich.
Die vierte Auswertung ist das Geschwindigkeitsprofil und das sieht erstmal ganz gut aus. Man erkennt die Brücke, über die ich gefahren bin, mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf den Rampen und die Stellen, an denen ich für das Videomaterial von der Fahrradfahrt langsamer gefahren bin. Allerdings ergeben die 12 Meter pro Sekunde auf der Skala umgerechnet bemerkenswerte 43,2 Kilometer pro Stunde und ich bin mir sehr sicher, dass ich nirgends so schnell gefahren bin. Da ist wohl auch noch ein Fehler bei der Umrechnung der Wegstrecken. Holen wir uns also für die weitere Auswertung die Daten auf den Rechner. Und da ist dann wieder einer der ganz großen Vorteile eines Open-Source-Ökosystems wie Espruino und dementsprechend der Bengel.js 2. Es ist kein Problem, an die Daten zu kommen. Sie müssen dafür auch nicht erst auf irgendwelche Server hochgeladen werden. Alles passiert lokal im Browser. Sobald ihr euch mit der Uhr verbindet, zeigt der App-Loader bei der GPS-Recorder-App ein Download-Symbol an. Da klickt ihr drauf, wählt den Track aus und könnt ihn einfach als KML- oder GPX-Datei herunterladen. Schon ist die Datei auf dem eigenen Rechner und nirgendwo anders. Ich habe die Aufzeichnung jetzt mal in das GPS-Darstellungs- und Analyseprogramm Viking geladen. Die Vergrößerung zeigt, dass die Aufzeichnung ziemlich genau ist. Die Brücke über die Autobahn und die Zufahrtsrampen sind gut getroffen. An anderer Stelle passt es nicht so gut. Ich bin hier nämlich nicht über das Grundstück von Haus 15 gefahren, sondern vorn an der Burgwedeler Straße entlang. Als Vergleich habe ich bei derselben Fahrt auch die GPS-Aufzeichnung auf meinem Google Pixel-Handy laufen lassen. Wie man gerade hier gut sehen kann, ist das Telefon generell ein klein wenig exakter als die Uhr. Es ist aber auch größer und wesentlich teurer und an anderer Stelle trifft der Track der Uhr den tatsächlichen Weg sogar besser. Wenn man die Wegpunktanzeige einschaltet, sieht man, dass der Handy-Track etwa 5-mal so viele Punkte hat wie der Track der Bengel.js 2. Das Pixel scheint die GPS-Position sekündlich zu erfassen, während ich die Bengel.js auf ein 5-sekündiges Intervall gesetzt hatte. Das kann natürlich auch zur geringeren Genauigkeit beigetragen haben. Am Anfang des Tracks sieht man, dass die Bengel.js von Anfang an relativ exakt die Position erfasst und die Messungen dann über etwa 2 Minuten optimiert, bis die finale Genauigkeit erreicht ist. Das geht deshalb so schnell, weil ich die aktuellen AGPS-Daten auf die Uhr geladen hatte. Ohne diese Daten würde es mehrere Minuten dauern, bis die Uhr genug Satelliten erfasst hat, um mit der Messung überhaupt nur anfangen zu können. Der AGPS-Schritt, den ich am Anfang gezeigt habe, ist deshalb wirklich wichtig für eine sinnvolle Nutzung der GPS-Funktion der Bengel.js 2. Okay, und damit hätten wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die GPS-Funktion von der Bengel.js 2 und den aktuellen Stand der Software. Ich hatte das ja bereits in meinem vorigen Video gesagt, gerade die Softwareentwicklung ist bei der Bengel.js 2 momentan hochdynamisch. Und dieses hier ist der Stand vom Januar 2022 und je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, kann es gut sein, dass sich die Apps oder die Funktionen schon erheblich weiterentwickelt haben. Vielleicht mache ich dann auch irgendwann nochmal ein Update zu diesem Video. Für euch gilt auf jeden Fall, Fragen und Anregungen gerne jederzeit zu mir, zum Beispiel hier in den Kommentaren. Ansonsten bis demnächst und danke fürs Zuschauen.